بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir wollen inshallah heute unsere Reihe und unsere Reise ins Jenseits fortsetzen. Und wir sind bis zu dem Punkt gelangt, wo der Todesengel die Seele aus dem Körper des Menschen zieht und der Mensch somit von der Dunya in den Barzach übergeht. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen gehabt, wie dieser Übergang konkret vonstatten geht, dass es Engel gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala extra dafür bestimmt hat, um diesen Prozess durchzuführen, dass es einen Hauptengel gibt, Malakul Maut, der von einigen Gelehrten als Azrail bezeichnet wird, dieser jedoch viele Helfer hat, welche die Aufgabe zu erfüllen haben, dann die Seele aus dem Körper zu ziehen. Wir haben aufgezeigt gehabt, dass jeder Mensch eine bestimmte Lebensfrist hat, die er nicht verschieben kann. Haben aber auch die wichtige Frage besprochen gehabt, wie ist das mit bestimmten Taten? Können Sie die Lebensfrist verlängern oder können Sie diese Lebensfrist nicht verlängern? Und wir haben auch angefangen, über diesen gewaltigen Hadith von Al-Bara ibn Azib zu sprechen, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns darüber berichtet hat, was dem Mu'min und was dem Kafir widerfahren wird, wenn der Todesengel zu ihnen kommt und wie dann die Seele aus dem Körper gezogen wird. Beim Mu'min wie ein Tropfen aus einem Schlauch, wie Wasser, der aus dem Schlauch fließt oder das aus dem Schlauch fließt. Und bei einem Kafir oder einem Fajr wie Wolle, welche ich aus, wie gesagt, Draht oder etwas anderem herausziehe. Und wir haben über die Sakaratul Maut gesprochen gehabt, über die Trunkenheit des Todes und dass dies jeden erlangen wird. Und heute, inshallah ta'ala, wollen wir über die nächste Etappe sprechen. Und zwar, was geschieht jetzt? Wo geht es jetzt hin mit der Seele? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns in diesem langen Hadith von Al-Bara ibn Azib darüber aufgeklärt, was daraufhin geschehen wird. Sowohl mit der Seele des Mu'min als auch mit der Seele des Kafir. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, nachdem er uns aufzeigte, dass diese Seele begrüßt wird mit den Worten Marhaban ayyatuha nafsu at-tayyiba, willkommen, o gute Seele, dass daraufhin Folgendes geschieht. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass die Seele daraufhin aufsteigen wird und ihr die Tore des Himmels geöffnet werden. Und in jedem Himmel diese Seele begrüßt werden wird von den jeweiligen Himmelsbewohnern. Und sie sagen werden, was für eine schöne Seele, was für eine gut riechende Seele. Und dass am Ende dieser Reise, nachdem diese Seele aufgestiegen ist durch die verschiedenen Himmel, am Ende dieser Reise ihr ein Buch überreicht wird und ihr gesagt wird, das ist dein Buch, welches aufbewahrt werden wird in Illiyin. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hierüber auch im Koran. Und zwar in welcher Sura? In Surat al-Mutaffifin. Und er sagt, Inna kitab al-Abarari lafi Illiyin. Das Buch der Frommen, der Rechtschaffenen befindet sich wo? Befindet sich in Illiyin, an einem hohen Ort, an einem sehr hohen Ort. Und daraufhin
wird die Seele zurückkehren, um dann befragt zu werden in ihrem Grab, worauf wir dann noch insha'Allah ta'ala heute zu sprechen kommen werden. Umgekehrt die Seele des Käfer. Sie wird aus dem Körper herauskommen und jedes Mal, wenn sie eine Schar von Engeln begegnet, wird sie sagen, was ist das für eine hässliche Seele? Was ist das für eine übel riechende Seele? Und diese Seele, sie wird versuchen aufzusteigen in den Himmel, aber die Tore des Himmels bleiben ihr versperrt. Sie wird nicht die Tore des Himmels betreten können. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgende Ayah rezitierte: La tufattahu lahum abwabu as-samaa wa la yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Es werden ihnen nicht die Tore des Himmels geöffnet und sie werden auch nicht das Paradies betreten können, bis ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurch kann. Und das ist natürlich unmöglich. Das heißt mit anderen Worten, sie werden das Paradies nicht betreten. Und die ganze Zeit über werden natürlich die Engel auf diese Seele Acht geben, dass sie nicht entfliehen kann. Und hinzu kommt, was wir gerade nicht erwähnt haben, dass sie ebenfalls dann Kleidung bekommt, im übertragenen Sinne, aber eine hässliche Kleidung, während die gute Seele eine schöne Kleidung erhalten wird. Und daraufhin wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, Uktubu kitabahu fi sijjin. Schreibt sein Buch, bewahrt sein Buch in Sijjin auf. Und was bedeutet das Wort Sijjin? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt es in Surat al-Mutaffifin. Inna kitab al-Fujjari lafi Sijjin. Wa ma adraka ma Sijjin. Kitabun marqum. Was bedeutet das Wort Sijjin? Illiyin kommt von was? Von Ulu. Etwas, was hochstehend ist. Das ist, im Arabisch nennt man das Sirat Mubalagha. Das ist nochmal eine Steigerungsform. An einem extrem hohen Ort wird dieses Buch dann aufbewahrt. Während Sijjin, was bedeutet? Von was kommt das Wort Sijjin? Sijjin, was heißt Sijjin? Knast, ja. Das ist wie ein Gefängnis, ein Kerker. Das heißt, das Buch dieser Seele wird in einem Kerker aufbewahrt. An einem dunklen Ort. An einem tiefen Ort. Genau das Gegenteil von Illiyin. Und jetzt geht die Reise erst richtig los. Das heißt, subhanallah, die Seele, sie wird den Körper verlassen. Und sie wird versuchen aufzusteigen in den Himmel. Woraufhin die gläubige Seele die Himmel und die Tore des Himmels durchschreiten darf. Ein Hinweis darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Seele zufrieden ist. Und die andere Seele, sie wird versuchen, die Tore des Himmels zu durchschreiten, aber schafft es nicht. Und muss wieder zurückkehren auf die Erde. Werden die Seelen jetzt im Himmel bleiben, die guten Seelen? Oder was wird jetzt ganz konkret geschehen? Und zwar, jetzt kommt etwas, was jeder Mensch durchlaufen wird. Etwas, was uns alle erwarten wird. Etwas, worüber der Prophet sallallahu alaihi wasallam in sehr vielen Überlieferungen gesprochen hat. Nämlich was? Jetzt kommt die sogenannte Prüfung im Grab. Fitnatu al-Qabr. Eine Prüfung, welche jeder Mensch durchlaufen muss. Egal ob Mu'min oder nicht Mu'min. Es wird einige wenige geben, die davon ausgeschlossen bleiben werden. Aber die absolute Mehrheit der Menschen wird diese Prüfung durchlaufen müssen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in sehr vielen Überlieferungen über die sogenannte Fitnat al-Qabr gesprochen, über die Prüfung im Grab.
Und hier müssen wir ein wenig in die Theologie gehen, in die islamische Theologie. Weil es nämlich immer wieder Gruppen in der islamischen Geschichte gab, welche diese Prüfung im Grab verleugnet haben. Und welche gesagt haben, so etwas wie eine Prüfung im Grab gibt es nicht. Weil die Prüfung war in der Dunya gewesen und dementsprechend wird es keine weitere Prüfung im Grab geben. Und sie haben all die Überlieferungen, welche wir in den Hadith-Büchern zu stehen haben, über diese Prüfung im Grab, zu der dann auch eine Strafe und eine Belohnung im Grab gehören, verleugnet. Und haben gesagt, all diese Überlieferungen sind nicht authentisch, sie widersprechen dem Verstand und sie widersprechen aus ihrer Sicht dem Koran. Die Ahlus Sunna wal Jama'a, das heißt die Sunniten, sind sich darüber einig, dass es nach dem Ableben im sogenannten Barzach, und wir hatten ja schon definiert gehabt, was der Barzach ist, nämlich ein Wall, der errichtet wird und der verhindert, dass eine Seele, die auch wirklich gestorben ist, wieder zurückkehren kann in diese Welt. Und ihr erinnert euch, letzte Woche haben wir über diese Nahtoderfahrung gesprochen gehabt und aufgezeigt gehabt, das sind, wie gesagt, nur Nahtoderfahrungen, aber es ist nicht wirklich ein Tod gewesen. Das heißt, es ist nicht noch nie jemand zurückgekehrt in die Dunya. Also es gibt niemanden, der im Akhira war und wieder zurückgekehrt ist, außer vielleicht bei Isa alayhi salam, der einen Toten erweckt hat, wieder zum Leben mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Aber grundsätzlich gibt es keine Menschen, welche gestorben sind im islamischen Sinne und wieder zurückgekehrt sind. Gibt es nicht. Aber es gab Menschen, die kurz davor standen und die eigentlich genau das berichten, was uns der Islam beibringt. Nämlich, dass man plötzlich sein Leben vor Augen sieht. Aber sie sind noch nicht von dieser Dunya wirklich gegangen. Das heißt, die Seele, sie war noch an ihren Körper gebunden, auch wenn es nur sehr, sehr leicht gewesen war. Wie jemand, der vielleicht im Koma ist, ja, oder schon kurz vor dem Sterben ist. Ja, und dann aber, subhanallah, wie durch ein Wunder, für die Menschen ist es ein Wunder, die Seele wieder in den Körper eintritt. Aber sie war noch nicht vollständig aus dem Körper ausgetreten. Aber das, was wir jetzt berichten, das hat noch kein Mensch erlebt, der wieder in die Dunya zurückgekehrt ist. Das ist etwas, woran wir glauben müssen als Muslime. Warum? Weil es nämlich vom As-Sadiq al-Masduq kommt. Von dem Wahrhaftigen, dem geglaubt wird, nämlich unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der in etlichen Überlieferungen uns darüber berichtet hat, dass es eine Prüfung im Grab geben wird. Und der sogar sehr ausführlich darauf eingegangen ist und der in etlichen Überlieferungen bei Allah subhanahu wa ta'ala vor der Strafe im Grab Zuflucht gesucht hat. Und dementsprechend sagen die Gelehrten Folgendes. Und das sagen wirklich alle Gelehrten der Ahlus Sunnah wal Jama'a. Sie sagen, dass die Hadithe bezüglich der Strafe und der Belohnung und der Prüfung im Grab Mutawatir-Hadithe sind. Was heißt das, Mutawatir? Was bedeutet das Wort Mutawatir? Das ist ein sehr wichtiges Wort. Mutawatir heißt, dass so viele Menschen in jeder Überlieferergeneration das überliefert haben, dass man ausschließen kann, dass sie sich auf eine Lüge geeinigt haben. Also, unter den Sahabe waren es so viele gewesen, dass man ausschließen kann, dass sie sich auf eine Lüge geeinigt haben. Ich meine, wir beschuldigen die Sahabe ohnehin nicht der Lüge, aber ja, wir können das ausschließen, weil es sehr viele Sahabe sind. Es ist nicht ein Sahabe, es sind sehr viele Gefährten des Propheten zu Hause. Und dann in den darauffolgenden Überlieferergenerationen, das heißt den Tabi'un und den Tabi'u-Tabi'in, ebenfalls unglaublich viele Menschen. Und deswegen sprechen die Gelehrten von was? Von einem Mutawatir-Thema. Und es gibt zwei Arten von Tawatir, das ist sehr wichtig, das solltet ihr euch merken. Und zwar gibt es einmal den sogenannten Mutawatir-Lafzi-Hadith. Und es gibt den Mutawatir-Ma'nawi-Hadith. Was heißt das? Was ist der Unterschied zwischen Mutawatir-Lafzi und Mutawatir-Ma'nawi? Kennt jemand von euch den Unterschied? Ja. Lafzi ist, wenn derselbe Wortlaut
Genau, das heißt, nehmen wir mal an, ein Hadith wurde so von so vielen überliefert, auch schon in der Generation der Sahabe und dann auch in späteren Generationen, und zwar immer im selben Wortlaut oder in einem ähnlichen Wortlaut. Kennst du ein Beispiel, wenn du vielleicht schon da, es gibt nicht viele. Manche sagen, es gibt sogar nur vielleicht nur ein oder zwei. Genau, barakallahu, sehr gut. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wer über mich absichtlich, vorsätzlich eine Lüge ersinnt, der kann seinen Platz im Höllenfeuer schon einnehmen. Für den ist sein Platz im Höllenfeuer schon reserviert. Interessant ist, dass genau dieser Hadith, subhanallah, der Mutawatir überliefert wurde. Der wurde von, glaube ich, um die 70 Sahabis überliefert, subhanallah. Soweit ich mich jetzt entsinnen kann, Imam Muslim erwähnt ganz, ganz viele Überliefererketten. Ja? Und um die 70 Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben diesen Hadith in einem ähnlichen Wortlaut überliefert. Sodass wir zu 100% sagen können, dieser Hadith ist was? Auf jeden Fall eine Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Da gibt es keine Zweifel. Gut. Was ist aber jetzt ein Mutawatir Ma'nawi? Was bedeutet das? Das ist sehr wichtig, dass wir den Unterschied verstehen. Was ist ein Mutawatir Ma'nawi Hadith? Ja, kannst du sagen? Also wie in unserem Fall jetzt hier gerade, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, aber verschiedene Hadith dazu kamen. Genau. Aber so oft kam es. Absolut richtig. Wenn ich ein Thema habe und es zu diesem Thema so viele Hadithe gibt, die alle authentisch sind, von so vielen unterschiedlichen Gefährten, die aber alle über genau dieses Thema sprechen, dann kann ich davon ausgehen, dass dieses Thema in jedem Fall auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen ist. Soweit ich mich entsinnen kann, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber was ich jetzt in Erinnerung habe, was ich mal diesbezüglich gelesen habe, ist, dass es um die 200 Sahih-Hadithe gibt, welche zum Thema Azab al-Qabr, das heißt der Strafe im Grab, und der Belohnung im Grab und der Prüfung im Grab überliefert wurden. Das heißt eindeutig was Mutawatir. Weil es kann ja nicht sein, dass so viele Leute das überliefern, so viele verschiedene Gefährten, und es dann aber diese Thematik überhaupt nicht gibt. Das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Weil die Hadith-Bücher sind voll damit. Voll mit Überlieferungen, die allesamt authentisch sind, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam in irgendeiner Weise über was spricht, in irgendeiner Weise über die Belohnung und die Bestrafung im Grab spricht. Sodass jemand, der das ablehnt, im Grunde genommen etwas ablehnt, was mit absoluter Gewissheit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen ist. Gut. Wir werden nachher natürlich einige dieser Hadithe erwähnen. Aber es stellt sich eine Frage. Und das ist ja das, worauf sich dann immer diejenigen, welche das verleugnen, stützen. Steht das eigentlich auch im Koran? Weil sie sagen, wäre das eine Angelegenheit, die wirklich auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen ist, dann müsste das ja auch im Koran stehen. Diese Aussage ist erstmal an sich nicht ganz richtig. Weil eigentlich im Grunde genommen alles im Koran steht, entweder direkt oder indirekt. Das heißt, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, steht entweder direkt im Koran, wenn er beispielsweise über etwas gesprochen hat, was im Koran direkt erwähnt wird, oder indirekt im Koran, wenn nämlich Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Das, was euch der Gesandte gegeben hat, das nehmt an, und das, was er euch verboten hat, das davon bleibt fern. Also direkt oder indirekt finden wir es im Koran. Und jetzt stellt sich aber immer noch die Frage, gibt es Ayat im Koran, welche darauf hindeuten, dass es Azab al-Qabr gibt? Und es gibt Ayat. Es gibt Ayat, die sind relativ deutlich, und es gibt Ayat, die sind nicht so deutlich. Und wir gucken uns mal ein, zwei dieser Ayat an, inshallah ta'ala. Eine Ayat, welche relativ deutlich auf eine Strafe im Grab hindeutet, ist die Ayat Nummer 46 in Surat Ghafir. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ سُوءُ الْعَذَابِ. So bewahrte Allah ihn vor den Bosheiten dessen, was sie an Ränken geschmiedet hatten. Und die Leute Pharaos umschloss die böse Strafe. Und jetzt geht's weiter.
Jetzt kommt die Ayah Nummer 46. An-Naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adhab. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lasst die Leute Firauns in die strengste Strafe eingehen. In dieser Ayah spricht Allah subhanahu wa ta'ala darüber, dass die Erde Firaun die ganze Zeit schon was? Die ganze Zeit schon der Strafe ausgesetzt sind, dem Feuer ausgesetzt sind. Und zwar am Morgen und am Abend. Und dann spricht die Ayah darüber, dass wenn die Stunde anbricht, zu ihnen gesagt wird, lass die Familie Pharaos in das Höllenfeuer eintreten. Da stellt sich natürlich die Frage, dieses Vorstellen des Höllenfeuers, wann soll das sein? In der Dunya ist es eindeutig nicht gewesen. Weil diese Ayah bezieht sich ja nicht auf die Dunya, sondern Allah Ta'ala spricht ja in der darauffolgenden Ayah und die Leute Pharaos umschloss die böse Strafe. Ja? Das heißt, sie sind jetzt eingeschlossen von der Strafe. Und die Strafe ist ja nicht in der Dunya gewesen. Weil Allah Ta'ala sagt, am Morgen und am Abend wird ihnen das Höllenfeuer aufgezeigt. Damit kann auch nicht gemeint sein, dass sie dann ertrunken sind. Weil das war ja nur einmalig gewesen. Das war eine einmalige Strafe gewesen, dass sie ertrunken sind. Über diese Strafe hat auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran an verschiedenen Stellen gesprochen gehabt, dass er die Leute Pharaos vernichtet hat. Was ist aber gemeint hiermit? Und zwar eine Strafe zwischen der diesseitigen Welt und zwischen dem jüngsten Tag. Und das ist dann die Zeit des Barzach. Das ist dann diese Zwischendimension, über die wir jetzt sprechen. Das ist die erste Ayah. Und dann eine weitere Ayah, und zwar in Surat At-Taube, Ayah Nummer 101. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. Unter den Wüsten-Araber in eurer Umgebung gibt es Heuchler. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَ. Und auch unter den Bewohnern von Medina. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. Die in Heuchelei geübt sind. Du kennst sie nicht, aber wir kennen sie. Und jetzt kommt genau das, worauf es ankommt. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. Wir werden sie zweimal strafen und hierauf werden sie einer gewaltigen Strafe zugeführt werden. Die Mufassirun haben gesagt, zweimal strafen und dann die dritte Strafe am jüngsten Tag. Die erste Strafe ist die Strafe in der Dunya, dass sie ein Leben führen, wo sie im Grunde genommen sich die ganze Zeit verstecken müssen. Mit ihrer Heuchelei. Weil sie sind ja Heuchler. Das heißt, sie versuchen die ganze Zeit, ein anderes Gesicht zu zeigen. Und versuchen sich zu verstecken mit ihrem Kufr. Und dann kommt die zweite Strafe. Und zwar im Barzach, nämlich im Grab. Und dann kommt die Strafe am jüngsten Tag. Nämlich indem sie ins Höllenfeuer eintreten werden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier über drei Strafen. Eine Strafe in der Dunya, eine Strafe im Barzach und eine Strafe wann? Eine Strafe dann am jüngsten Tag. Ja? Und es gibt noch, wie gesagt, einige andere Ayat, die indirekt auf das hindeuten. Ich möchte es dabei belassen, weil wir das nicht zu sehr in die Länge ziehen wollen. Es soll auch nicht eine rein theologische Diskussion werden. Aber es ist erstmal wichtig, dass wir verstehen. Das heißt, es gibt Hinweise im Koran, welche darauf hindeuten, dass es nochmal eine Zwischenstrafe geben wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das klar und deutlich in den Überlieferungen dann auch bestätigt. Und im Übrigen, Azab al-Qabr ist nicht das einzige Thema, was wir nur in der Sunna finden, jetzt klar und deutlich. Wir haben es in diesen Ayat eigentlich auch relativ deutlich, aber durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist erst verständlich geworden, was Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen drei Strafen meint. Aber gibt es noch andere Themen, von denen nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, aber die wir in der Sunna oder im Koran nicht finden, namentlich nicht erwähnt? Kennt ihr noch andere Themen? Es gibt noch andere Themen, die authentisch überliefert werden. Ja. Ja, gut. Fällt euch was anderes ein? Ja. Das Schicksal vielleicht? Also im Koran wird es auch nicht so direkt. Ja, aber es gibt viele Ayat, die darauf hindeuten, auf sozusagen den Iman bil Qadr.
ja, vielleicht sozusagen, also eigentlich sehr viele Ayat sogar, die sozusagen das erwähnen und über den Qadr sprechen, über den Ilmullahi Azza wa Jalla, das alles in einem Buch ist etc., aber wo es wirklich gar keinen Hinweis gibt. Ja. Nein, das meine ich damit jetzt nicht. Das ist kein Fiqh. Ich rede jetzt über Aqidah-Themen. Der Messias Dajjal. Der Lügen-Messias. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, er ist die größte Versuchung seit der Schöpfung Adams. Und subhanallah, wir finden keinen einzigen Hinweis über den Messias Dajjal im Koran. Nur indirekt, indem uns nämlich der Koran auf wen verweist? Auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist auch vielleicht eine Art Prüfung für uns. Dass wir, oder eine Art Privileg, dass wir Alhamdulillah den Propheten sallallahu alaihi wa sallam haben, der uns aufgeklärt hat über auch solche Dinge. Und wie gesagt, alles deutet darauf hin, dass es solch eine Strafe und eine Prüfung im Grab geben wird. Und ich nenne hier nur mal ein Zitat, insha'Allahu ta'ala, von Ibn Abi al-Izz, der auch Al-Aqidah al-Tahawi, ist eine bekannte theologische Abhandlung, erläutert hat, und zwar قَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ثُبُوتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ. Es sind sozusagen mutawatir Überlieferungen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden, die alle bestätigen, dass es eine Strafe und eine Belohnung im Grab gibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu diesen Menschen gehören lassen, welche belohnt werden und uns vor der Strafe im Grab beschützen. Amin ya Rabbil Alamin. Kommen wir jetzt insha'Allahu ta'ala zum Grab. Eines Tages stand Uthman ibn Affan vor einem Grab. Wir hatten diese Überlieferung, glaube ich, auch letzte Woche überliefert, erwähnt gehabt. Und er fing an zu weinen. Und die Leute um ihn herum sagten, subhanallah, wenn über andere Themen gesprochen wird, über den jüngsten Tag etc., dann weinst du nicht. Und jetzt weinst du vor einem Grab. Woran liegt das? Woraufhin Uthman ibn Affan sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, das erste, die erste Station von den Stationen des Jenseits ist das Grab. Wenn man es gut übersteht, ist alles, was danach kommt, leicht. Wenn man es aber nicht gut übersteht, ist alles, was danach kommt, schwer. Und dann sagte er, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, er habe keinen Anblick gesehen, der schlimmer ist als das Grab. وَمَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا أَفْضَعَ مِنَ الْقَبْرِ. Allahu Akbar. Das sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wenn wir uns jetzt mit dem Grab beschäftigen und mit dem, was im Grab geschehen wird, ist es etwas, was einem auch in gewisser Weise Angst einflößt, aber auch Hoffnung machen kann. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass das Grab zunächst erst einmal jeden Menschen empfangen wird. Und zwar wodurch? Durch eine Umarmung. Hört euch mal folgende Überlieferung an. Und zwar, es wurde einmal zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ein kleiner Junge begraben. Ein Kind. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn es jemand geben würde, der vor der Umarmung des Grabes geschützt wäre, dann wäre es dieser Junge. لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. Subhanallah. Ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als Sa'd ibn Mu'ath gestorben ist. Und Sa'd ibn Mu'ath ist nicht irgendein Sahabi gewesen, sondern was ist geschehen, als er gestorben ist? Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über seinen Tod, als er gestorben ist? Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَعًا. Allahu Akbar. Sa'd ibn Mu'ath, als er gestorben ist, hat sich der Thron des Allerbarmers bewegt. Er bebte, übertragen im Sinne. Und die Tore des Himmels wurden für ihn geöffnet. Und 70.000 Engel
haben seine Janase bezeugt, wie er bestattet wurde, seine Beerdigung bezeugt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde einmal kurz umarmt und dann wieder freigelassen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass das Grab dem Menschen empfangen wird. Und jeder wird empfangen vom Grab. Es wird sich einmal kurz einengen und je nachdem, was du für ein Mensch gewesen bist, dich etwas härter umarmen oder etwas weicher und sanfter umarmen. Und dann wirst du wieder freigelassen. Die Gelehrten haben sich darüber Gedanken gemacht, woran liegt das? Was ist der Grund, warum der Mensch vom Grab empfangen wird und dann umarmt wird vom Grab? Und zwar sagen einige Gelehrte, der Grund ist, dass die Erde, welche den Menschen dann wieder in sich aufnimmt, somit aufzeigen möchte, dass sie in gewisser Weise auch sauer ist auf den Menschen, in gewisser Weise auch zürnt und ihren Zorn dadurch zum Ausdruck bringt. Weil der Mensch nämlich, egal wie gut er gewesen ist, auf der Erde gesündigt hat. Und dementsprechend die Erde noch einmal ihren Zorn und ihre Wut zum Ausdruck bringt. Manche sagen, die Erde möchte den Menschen einfach empfangen. Aber das, was uns wahrscheinlich allen bevorstehen wird, ist, dass wir von dem Grab empfangen werden, indem dieses Grab uns dann umarmen wird und uns dann wieder freilassen wird. Allahu a'lam, warum es genau ist, das haben die Gelehrten, wie gesagt, interpretiert. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat in keiner Überlieferung genau erklärt, warum die Erde das tut. Das ist einfach nur eine was? Eine mögliche Interpretation, warum das geschieht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Begrüßung einfach machen. Amin ya Rabbil Alameen. Und jetzt befindet sich der Verstorbene im Grab. Vorher ist seine Seele aufgestiegen. Wenn sie gut gewesen war, kam sie durch den Himmel. Wenn nicht, dann ist sie wieder auf die Erde zurückgekehrt. Aber jetzt geschieht etwas, was jedem Einzelnen von uns geschehen wird. Und was uns alle erwarten wird. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er wird uns prüfen. Und diese Prüfung wird nicht leicht sein. Obwohl es eigentlich nur drei einfache Fragen sind. Aber subhanallah, es wird viele Menschen geben, welche diese drei einfachen Fragen nicht beantworten können. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er will, dass wir noch einmal geprüft werden, wie aufrichtig wir gewesen sind in unserem Glauben. Und dementsprechend gibt es drei Fragen, die uns gestellt werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns das sehr genau beschrieben, wie diese drei Fragen gestellt werden und von wem diese drei Fragen gestellt werden. Und hier haben wir auch sowohl in der Überlieferung von Al-Bara ibn Azib, dieser langen Überlieferung, als auch in anderen Überlieferungen sehr genaue Beschreibungen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, dass jetzt der Tote im Grab ist und zwei Engel zu ihm kommen werden. Der eine Engel heißt Munkar, der andere Engel heißt Nakir. Das sind wirklich ihre Namen. Munkar heißt was? Übel. Und Nakir heißt auch übel. Also zwei Engel, die sehr übel aussehen, die sehr gefährlich aussehen, die angsteinflößend sind. Und das soll auch so sein, sie sollen angsteinflößend. Sowohl für die Mu'min, als auch für den Käfer. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَيَأْتِيهِ مَلَكَانْ شَدِيدَا الْإِنْتِهَارِ فَيَنْتَهِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِهِ. Zwei Engel, die sehr streng sind und die tadelnd sind und die ihn tadeln werden und ihn dann aufsetzen werden, dass er sitzt plötzlich, der Tote, in seinem Grab. فَيَقُولَانِ لَهُ. Und sie werden zu ihm sagen, مَنْ رَبُّكْ. Wer ist dein Herr? مَا دِينُكْ. Was ist deine Religion? مَنْ نَبِيُّكْ. Wer ist dein Prophet? Und der Mu'min, er wird diese Fragen jetzt relativ beantworten können. Warum? Weil er nämlich sein Leben danach ausgerichtet hat. Er hat es gelebt und dementsprechend kennt er gar keine andere Antwort. Und er wird antworten, Rabbi Allah, mein Herr ist Allah, wa dini al-Islam, und meine Religion ist der Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam,
Und mein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Warum wird er es so leicht aussprechen können? Allah subhanahu wa ta'ala, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann auch in dieser Überlieferung gesagt, er wird ihn festigen in diesem Moment. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah subhanahu wa ta'ala, er festigt die Gläubigen mit der festen, standhaften Aussage im diesseitigen Leben. وَفِي الْآخِرَةِ, und im Jenseits. Sowohl in der Dunya als auch im Jenseits. Und dementsprechend wird er antworten können, weil er nämlich gefestigt gewesen war. Es wird ihm leicht fallen, er kennt keine andere Antwort als diese Antwort. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ. Daraufhin wird ein Rufer vom Himmel ausrufen, ein Sadaqa Abdi, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen. Subhanallah. Er hat die Prüfung bestanden. Eine kurze Prüfung, aber er hat sie bestanden. Und dann auf der anderen Seite wird der Käfer oder der Fajr, auch der Muslim, der nicht danach gelebt hat, ebenfalls gefragt. Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Und wer ist dein Herr? Und jetzt sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie er antworten wird. Er kennt vielleicht die Antwort, theoretisch, aber er hat danach nicht gelebt. Und wie wird er antworten? فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي. Er wird anfangen zu stottern, wie in einer Prüfung, subhanallah. Du kennst die Antwort eigentlich, aber du bist dir unsicher. Du hast kurz 5 Minuten vor der mündlichen Prüfung noch was versucht, in irgendeiner Weise dir anzuschauen. Und dann versuchst du zu antworten und kommst durcheinander. Weil du es nicht wirklich gelernt hast. Du hast es nicht gefestigt. Du hast dir nicht Zeit genommen, um dich wirklich auf die Prüfung vorzubereiten. Und er wird antworten, hä, hä? Und er wird sagen, ich weiß es nicht. Und dann wird er gefragt, wa ma dinuk, was ist deine Religion? Hä, hä, la adri, ich weiß es nicht. فَيَقُولَانِ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ. Und was sagst du über diesen Mann, der zu euch gesandt wurde? Und er wird seinen Namen nicht erwähnen können. فَلَا يَهْتَدِي لِسْمِهِ. Subhanallah. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Heutzutage, wenn du irgendjemanden fragst, selbst ein Nicht-Muslim, wie heißt der Prophet des Islam, werden sie dir antworten können, Muhammad. Aber in diesem Moment wirst du nicht antworten können. Und daraufhin wird ihm gesagt und ihm das vorgesagt, es war doch Muhammad gewesen. Und er wird sagen, haha, ich weiß es nicht. Oder er wird antworten, wie es in einer anderen Überlieferung heißt, سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ ذَلِكَ. Ich habe gehört, dass die Menschen das gesagt haben, subhanallah. فَيَقُولَانِ, die beiden Engel werden daraufhin sagen, لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَوْتَ فَيُنَادِي مُنَادٍ أَنْ كَذَبَ عَبَدِي. Es wird daraufhin gesagt, du wusstest es nicht, noch hast du es gesagt. Und daraufhin wird ein Rufer vom Himmel rufen, mein Diener, er hat gelogen. La ilaha illallah. Mein Diener, er hat gelogen. Und diese Person, sie wird daraufhin diese Prüfung nicht bestanden haben. Der Mu'min, er wird die Prüfung bestanden haben. Der Käfer, der Fajr, der danach nicht gelebt hat, er wird diese Prüfung nicht bestanden haben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns in einigen Überlieferungen aufgezeigt, dass der Mu'min, sobald er ins Grab kommt, nicht allein sein wird. Und ebenfalls der Käfer, sobald er ins Grab kommt, nicht allein sein wird. Sondern bevor es überhaupt zu dieser Prüfung kommen wird, wird es jemanden geben, der dich entweder unterstützt oder jemanden geben, der genau das Gegenteil tun wird. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer Überlieferung, dass der Mu'min, sobald er im Grab ist, plötzlich eine schöne Gestalt an seiner Seite sehen wird. Und er wird dann sagen, wer bist du? Du hast ein schönes Gesicht. Dein Gesicht deutet auf etwas Gutes hin. Und diese Person, was wird sie antworten? Ich bin deine gute Tat. Und ich werde an deiner Seite stehen, subhanallah. Und genauso auch der Fajr und der Käfer. Er wird eine hässliche Gestalt sehen. Und er wird fragen, wer bist du? Was machst du hier? Und er wird antworten, ich bin deine schlechte Tat. Das heißt, der Mu'min, subhanallah, er wird Unterstützung haben. Und der Fajr, er wird sogar jemanden haben, der ihm das Leben noch schwerer machen wird. Wir haben häufig in einigen muslimischen Kulturen bei Beerdigungen
Leute, die extra zum Grab kommen, um dann dem Toten vorzusagen, was er zu sagen hat. Es hat sich so ein bisschen eingebürgert in einigen Kulturen, wo dann ein Scheich kommt und dann sagt, wenn die Engel zu dir kommen und dich fragen, wer ist dein Herr, dann antworte ihnen, mein Herr ist Allah. Und wer ist, was ist deine Religion? Sag ihnen, meine Religion ist der Islam. Und wenn sie fragen, was ist sozusagen, wer ist dein Prophet? Dann sag ihnen, dein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ehrlich gesagt, wallahu alam, fernab von all den Diskussionen, ob man das machen sollte oder nicht, ich halte davon nicht viel. Weil dieser Tote, der wird dich in diesem Moment gar nicht hören können. Der wird beschäftigt sein mit sich selbst. Der braucht niemanden, der ihm das vorsagt. Wenn du es gelebt hast, hast du es gelebt. Wenn du es nicht gelebt hast, hast du es nicht gelebt. Und dementsprechend die beste Vorbereitung auf diese Prüfung ist was? Dass ich La ilaha illallah in dieser Dunya gelebt habe. Da werde ich kein Problem damit haben, diese drei Fragen zu beantworten. Wenn ich aber mein Leben lang, auch als Muslim, einen komplett anderen Weg beschritten habe, meine Gebete vernachlässigt habe, mich nie mit meiner Religion auseinandergesetzt habe, nur meine Neigung befolgt habe, wie soll ich dann in diesem Moment diese drei Fragen beantworten können? Es funktioniert nicht. Wie soll ich sagen, Muhammad ist mein Prophet, wenn ich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nie wirklich geschätzt habe und nie wirklich meine Liebe zu ihm gezeigt habe, indem ich ihm befolge? Wie kann ich von mir behaupten, Allah ist mein Herr, wenn ich nie mich wirklich Allah subhanahu wa ta'ala hingegeben habe und meine Hingabe zu Allah gezeigt habe durch mein Gebet? Das heißt, jetzt wurde sowohl der Mu'min als auch der Kafir befragt. Und wir wollen uns insha'Allah ta'ala, das werden wir nächste Woche ausführlich machen, bi'idhnillahi azza wa jal, mit wichtigen Fragen beschäftigen. Und zwar, was sind die Dinge, welche dazu führen können, dass ich vielleicht dann, nachdem ich befragt wurde, vielleicht sogar als Mu'min, im Grab bestraft werde. Und wir werden sehen, dass es Kleinigkeiten sind. Und was sind die Dinge, welche mich festigen könnten dann bei dieser Prüfung und welche dazu führen, dass ich insha'Allah ta'ala im Grab belohnt werde. Mit diesen Dingen werden wir uns insha'Allah ta'ala ausführlich nächste Woche beschäftigen. Aber heute gibt es noch etwas. Und zwar, was passiert dann jetzt, nachdem der Mu'min und der Käfer diese Prüfung durchlaufen haben? Und zwar, dem Mu'min wird jetzt ein Tor zur Hölle geöffnet. Das könnte man sagen, zur Hölle. Allahu Akbar, warum das denn? Es wird ihm ein Tor zur Hölle geöffnet und es wird ihm gesagt, das ist dein Platz, den du eingenommen hättest, wenn du diese Prüfung nicht bestanden hast. Und daraufhin wird ihm ein Tor zum Paradies geöffnet und ihm gesagt, das ist dein Platz im Paradies, der auf dich warten wird. Und der Mu'min, er kann es daraufhin kaum erwarten, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Stunde beginnen lässt. Wie wird es aber mit dem Fajr und mit dem Kafir sein? Und zwar nachdem er diese Prüfung durchlaufen hat und sie nicht bestanden hat, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es aus verschiedenen Überlieferungen hervorgeht, dass jetzt einer der beiden Engel eine Art Stange nehmen wird. Und er wird mit dieser Stange auf ihn schlagen. Und es wird solch ein harter Schlag sein, dass er schreien wird. Und dieser Schrei von allen Geschöpfen, die um ihn herum sind, gehört werden kann, außer von den Menschen. Das heißt mit anderen Worten, es beginnt jetzt schon eine Art Strafe. Und daraufhin wird ihm ein Tor zum Paradies geöffnet. Und es wird ihm gesagt, das ist der Ort, den du eingenommen hättest, hättest du die Prüfung bestanden. Und dann wird ihm ein Tor zur Hölle geöffnet und es wird ihm gesagt, das ist der Ort, den du einnehmen wirst, woraufhin er sagen wird, ja Allah, lass die Stunde nicht beginnen, weil er Angst hat, dass er dann das Höllenfeuer betreten wird. Es wird eine schwierige Zeit werden für den Käfer, eine schöne Zeit für die Mu'min. Wir werden insha'Allah ta'ala uns nächste Woche anschauen, was uns vor der Strafe schützen kann, was auch teilweise dann im Grab noch geschehen wird. Das heißt, wichtige Fragen wie, kann man eigentlich mit Toten kommunizieren, die sich im Grab befinden? Wie ist das eigentlich?
Hören die Toten uns oder hören sie uns nicht? Ebenfalls können sich Seelen, die sich jetzt im Barzach befinden, untereinander treffen oder können sie sich nicht treffen? Was kann ich für meine Verwandten tun, die sich jetzt im Barzach befinden? Damit es ihnen besser geht, insha'Allah ta'ala, und Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht ihnen das Grab dann auch erweitert oder die Strafe mindert. Das sind alles Dinge, bi'iznillah azza wa jal, mit denen wir uns dann ausführlich nächste Woche beschäftigen werden. Und dann insha'Allah ta'ala wird es übergehen zu dem jüngsten Tag, zu dem Hashr. Nächste Woche dann aber bi'iznillah azza wa jal noch einmal mit diesen wichtigen Fragen, insha'Allah ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr. Jazakumullahu khairan.